So, lauf, lauf. Geralt, lauf. Ab zu der Quest. Rüstung verbessern. Okay, mal gucken, was hier abgeht. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlen. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender. Ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge, für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Du bist aber mal eine der wenigen netten Personen in dieser unnetten Welt. Aber ich gehe erst morgens hin. Wow, deine Augen! Die sind wie die von meiner Katze. Ja. Maybe daran, dass ich nie ein Hexer bin. Los, los! Ich bin gestern zum Reisigsammeln in den Wald gegangen. Wieso müssen irgendwelche Viecher immer irgendwas machen? Hi! Wo ist denn jetzt dieses blöde Herrenhaus? Ach so, da hinten am Arsch der Welt. Einmal durch den ganzen Wald. Okay. Naja. Ist ein Loch. Ja. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Weiter. Da rumschießt immer? Ich glaube schon.
Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Schönes Haus. Keine Zeichen von Monstern. Entweder halluzinieren die Leute hier oder es hat ihnen jemand Angst eingejagt. Aua! Eine Sprengfalle. Wer die vorbereitet hat, wusste, was er tut. Das Monsterfallen aufstellen ist mir neu. Hier muss jemand sein. Aber auf jeden Fall ist hier irgendjemand. Ja, gehen wir erstmal in das Haus hier. Ein Stolperdraht. Ach so, ja gut, dass ich gerade gespeichert habe. Ja, okay. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn man dumme Aktionen macht. Okay, also. Wir gehen jetzt da hin und dann sagt er, hey, ein Stolperdraht. Kann ich den Stolperdraht einfach mit so einer... Verflucht. Überall Fallen. Ich muss aufpassen. Ein Stolperdraht. Habe ich den nicht gerade schon weggemacht? Ja, habe ich, ne? Speichern, bevor ich jetzt da reinlaufe. Ach, noch zwei Armbrüste. Die mich dann erschießen sollten. Nett. Oh, da hinten ist irgendwelche Geräusche. So, vielleicht kann ich die Armbrust hier mal auseinanderbauen. Sehen, was sich damit aufsperren lässt. Ich speichere jetzt nach jedem Haus, weil wenn in überall Fallen drin sind, laufe ich bestimmt noch in die ein oder andere. Bewegung. Ich sollte die Ohren offen halten. Es raschelt. Da drüben. Sehen wie Zwillinge. Das Rascheln kommt aus der Scheune. Ja, ich habe gerade den Schlüssel für die Scheune gefunden. Ich will mich aber erstmal umgucken, wie überall. Vorhin noch irgendwas passiert. Ach komm, ab in die Scheune. Höp. Wetten, das ist. Ach, sehen wie Zwillinge aus. Ja, pf, das ist bestimmt ihr Bruder. Ja. Oh. Ein Stolperdraht. Irgendetwas stimmt nicht. Problem gelöst. Ein Stolperdraht. Problem gelöst. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine Art Dachboden. Ich muss irgendwie darauf kommen. Könnte gerade lang genug sein, um die obere Ebene zu erreichen. Mal sehen, was dort oben ist. 100 pro der Bruder, der mich runtertritt wieder. Nein. Bin schwer. Deine Reflexe sind langsamer geworden. Hoffentlich bist du nicht verletzt. Das waren meine Fallen. Leto? Ja,
Dich hätte ich hier niemals erwartet. Gehörst du zu ihnen? Leto? Cool. Ich habe ihn nicht umgebracht im letzten Teil. Was meinst du? Was machst du hier? Nein, hä? War erst zu ihnen. Wer ist ihnen? Für den Kaiser? Söldner. Für sich selbst? Kopfgeldjäger. Für mich? Gewöhnliche Hurenböcke. Nun, vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe von einer alten Frau einen Auftrag angenommen. Ich sollte die Monster hier vernichten. Das habe ich schon erledigt. Vergiss das nicht, wenn du dir die Bezahlung abholst. Wer verfolgt dich? Wen hast du diesmal angepisst? Der Kaiser möchte mich loswerden. Ich bin schließlich ein unbequemer Zeuge. Seit ich Lok Muin verlassen habe, wollten mich viele umbringen. Jetzt weiß ich, was die ganzen fallen sollten. Bin vorsichtig geworden. Aus gutem Grund. Die sehen nicht wie verirrte Reisende aus. Das sind auch keine. Louis hat mich wohl verraten. Louis? Ein alter Freund, auf seine Art. Wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet. Louis hat mir das Haus empfohlen. Sind die Leute dort unten vielleicht nur durch Zufall hier? Eher fresse ich meinen eigenen Schuh, als dass ich das glaube. Wir müssen sie loswerden. Kommst du? Na klar. Geh voraus. Haben wir einen Angriffsplan? Ja, Improvisation. Hexermethode. Schnappt ihn! Wir ziehen dir die Haut ab! Tötet ihn! Yam, yam, yam. Zack, Kopf weg. Verdammte Idioten. Für Mörder sind die aber schäbig gerüstet. Das sind nur Späher. Die wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt wo. Er war der Einzige, der wusste, dass ich hier bin. Ich denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Warte, ich muss noch ein bisschen hier plündern. Dieser Louis, ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Bleib dicht dabei mir, Geralt! Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Abends trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man beklaut wurde. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war noch bevor Voltest sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Louis war ein gesuchter Mann in Edirn. Es war eine große Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt und es gab kaum andere Aufträge. Ich wollte ihn schnappen und was verdienen. Ihn aufzuspüren war leichter, als einen Ertrunkenen zu töten. Er vergnügte sich im goldenen Gehängten, mitten in Hagel. Ich habe ihn geschnappt und gefesselt. Aber der Wachposten war bis zum Morgen geschlossen. So hatten wir ein paar Stunden. Haben geredet, uns die Zeit vertrieben. Die Unterhaltung war so gut, dass ich ihn am Morgen laufen ließ. Und deshalb hast du ihm vertraut? Weil du dachtest, er schuldet dir was? Ich war dumm. Dummheit kostet. Aber Verrat kostet mehr. Voll cool, dass man Leto wieder trifft. Finde ich richtig gut.
richtig, richtig, richtig gut. Ditto war cool. Im zweiten Teil. Richtig nice. Mal gucken, ob man noch Saskia wieder trifft. Ich habe den Drachen ja nicht umgebracht im zweiten. Louis auch nicht gefallen. Ja, nehmen wir Bomben. Ne? Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Was laberst du? Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Ich sag mal hier Eindruck. Geralt von Riva, Hexer. Noch der einer? Geralt. Gibt es in der Gegend etwa einen Großauftrag? Wollt ihr euch nicht setzen und was trinken? Mit Verrätern und Ratten trinke ich nicht. Ho, ho, ho! Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Mit deiner Hilfe. Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. Vorsicht, Männer! Das sind Hexer! Hexer greifen keine Menschen an! Ich mache ich nur Ausnahme. Das stimmt doch nicht mal. Ich weiß nicht, wie viel normale Menschen Geralt in den Büchern einfach mal umgelegt hat. Hi, Louis. Komm. Komm schon. Erstmal hier das ganze kleine Viech wegmachen. Oi, mein Leben. Voll übersehen so. Leg ruhig, oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Westers Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Ich bin ziemlich neugierig. Wie viel bekommt man heute für das Leben eines alten Kumpels? Die Dinge sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Vesta aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Wir sollten zu Vesta. Ich gehe mit dir. Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Erbarmen! Ich kann leider nicht mit dir reden, sonst würde ich dir jetzt wirklich was geben. Verdammt! Bastarde! Alter, hat der hier viel Kram erstmal als mit dem. Verdammt! Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Erbarmen. Leto wollte dir nicht helfen. Ich kann ja wohl schlecht meinen Kollegen betrügen. Ich bin ja nicht du. Wo ist Leto hin? Verdammt! Dummdi-dumm. Pferdchen.
Klötze. Oh, warte mal, ist die weiterführende Quest auch ab? Wo ist denn das Scheiß jetzt? Achso, das ist gar nicht. Oder? Doch. Ups. Bleib dicht dabei mir, Geralt! Arnaud Western. Nilfgaardischer Name. Aus Methena, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Die er umgebracht hat, haben sicher nicht gelacht. Seine bevorzugte Methode? Zähne ausreißen, einzeln. Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. So werden säumige Schuldner in der Nilfgaardischen unter die Augen laufen. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Den Regen habe ich in den Kopf. Abend gibt es ein bisschen wie mit dem Joker, ne? Von Ohr zu Ohr, den Mund und so. Das wäre auch was für ein Joker. Es tröpfelt. Schöne Pferde. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Was ist in der Scheune? Hi. Habt ihr Besuch? Lauf zu deinen Eltern. Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Gut. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Was war das? Eine Entschädigung. Bleib hier. Und misch dich nicht ein, egal was passiert. Halt dir die Ohren zu. Das wird jetzt bestimmt richtig unangenehm. Wahrscheinlich demoliert Leto das halbe Haus gleich mit. Ach so, und er bezahlt die Eltern dafür, dass er gleich was kaputt macht. Was war das für eine Explosion? Vielleicht ein Blitz oder sowas? Ruhe, alle miteinander! Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja, wie viel denn? Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen, wo ich herumliegen und bis ans Ende meiner Tage Obst essen werde. Nicht schlecht. Nicht jeder erfährt den Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnaud Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Töten willst du mich? Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab. Eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt. Verflucht nochmal, du Armleuchter! Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Das stört ihn aber nicht. So.
Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Und was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Ich helfe Leto natürlich. Was sag ich dazu? Ihr seid tote Leute, ganz einfach. Sangebarisches Gift. Da stimmt was nicht. Ach, das lebt einfach nur? Bist noch hier? Die hätten dir den Kopf abgeschnitten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Oh, dann warst du doch noch nützlich. Du hättest mich einweihen können. Wo bliebe da der Spaß? Naja, das ist ja wahrscheinlich jetzt eher nur so eine Arsch-Scherz-Ausrede. Ja, trotzdem. Findest du das lustig? Nicht so laut, Geralt. Ich bin gerade von den Toten auferstanden. Weißt du, an sangebarischem Gift kannst du immer noch sterben. Hast du das Gegengift? Mhm. Satteltasche. Ich nehme es gleich, dann bin ich in ein paar Tagen wieder der Alte. Wozu denn diese Farce? Ich bin seit Loc Moin auf der Flucht. Viele haben mich verfolgt. Bin mal in einen Hinterhalt geraten. Wär fast gestorben. Deshalb wollte ich allem ein Ende setzen. Für immer. Ich habe Vestas Bande gefunden und seinen Schützen bestochen. Den Rest kennst du. Und wenn er dich verraten hätte, wie Luis? Ich musste es riskieren. Wenn du nicht alle Zeugen niedergemäht hättest, wäre ich ein freier Mann. Leto von Goleta ist tot. Das hätte sich wie ein Lauffeuer auf dem Festland verbreitet. Das hätte ich nicht getan, wenn du mich eingeweiht hättest. Ich sagte doch, misch dich nicht ein. Meine Pläne sind dahin. Ich sollte wirklich verschwinden. Du könntest in Kaer Morhen erstmal abwarten. Mit deinen Freunden von der Wolfsschule? Nein, danke. Das könnte ein böses Ende nehmen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden verstehen und dir genügend Freiraum lassen. Kaer Morhen, sagst du? Ja, warum nicht? Muss noch ein paar Dinge erledigen. Aber dann breche ich dorthin auf. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Brauchst du was? Nein, danke. Alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in Kaer Morhen. Bis dann, Wolf. Das finde ich gut. Die Entwicklung dieser Quest gefällt mir.
aber jetzt habe ich... Ah, bitte. Ich habe doch bestimmt bei dieser komischen... in dem Haus, da in dem Treppenhaus. Nicht die ganzen Sachen mitgenommen, oder? Beweg dich! Ich muss kurz nachgucken. Egal, machen wir erstmal das hier. Aber erst nächste Folge.